Mann, ey, wer ruft denn mich jetzt genau an? Ich bin doch gerade voll beschäftigt. Hä? Warte mal, Freunde. Das ist doch Ronaldo! War natürlich nur ein Spaß, Freunde. Aber, Freunde, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich mal ein Fan-Call-Video gemacht habe? Ja, ja, ja. Ich hoffe mal schon. Aber wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und weil das einfach so viel Spaß gemacht hat, habe ich mir gedacht, Freunde, ich mache das ganz genau jetzt noch einmal. Und jetzt ganz viel Spaß dabei. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier schon im Discord. Und wie ihr hier links sehen könnt, Freunde, das sind einfach so unglaublich viele. Oh mein Gott, es hört fast gar nicht mehr auf. Freunde, es sind genau 65 Leute. Und ich frage jetzt einfach mal, ob denn auch alle schon bereit sind. Freunde, ihr seht hier meine Nachricht. Und mal schauen. Oh, okay, okay, okay. Es schreiben hier auf jeden Fall alle rein. Ja, sie sind schon bereit. Freunde, das werden wir jetzt auf jeden Fall mal austesten, wie bereit alle sind und wie gut uns auch alle kennen. Also ich bin da wirklich mal gespannt, wie krasse Emily und Lami-Fans alle sind. Ich bin jetzt auch schon im Talk, aber noch alleine, Freunde. Denn ich muss wirklich sagen, ich bin unnormal aufgeregt. Ich weiß auch nicht warum. Ich hoffe wirklich, dass die anderen auch aufgeregt sind. Oh Mann, ey. Ich bin gespannt. Es geht jetzt los. Erstmal, ich hoffe, es geht dir gut und du bist bereit, ein paar Bobas zu gewinnen. Ich werde jetzt ein paar Fragen gleich stellen und wenn du die richtig beantwortest, bekommst du Bobas. Falls nicht, bekommst du trotzdem welche, weil du mitgemacht hast. Bist du denn bereit? Ja. Okay, sehr gut. Ich habe hier so ein paar Kategorien. Einfache Fragen, Mitte und schwer. Was denkst du, welche Frage möchtest du? Mitte. Ich kann Mitte? Ja. Okay. Okay, sehr gut. Ich hätte sonst mit einfach angefangen. Aber dann fangen wir an mit Mitte. So. Weißt du, wann Lami und ich zusammengekommen sind? Vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren? Okay. Das stimmt ungefähr. Es war am 1.5.2019, also bald vor 4 Jahren. Okay. Also das stimmt schon mal. So, nächste Frage. Oh, hast du mein Abonnenten-Special gesehen? Ja. Okay, ich hoffe gut, denn weißt du, was Lami mir auf dem Aussichtspunkt geschenkt hat? Also oben, wo wir so über Madeira waren. Eine Blume? Oh, das ist richtig. Hä? Sehr, sehr gut. Okay, dann stelle ich dir jetzt noch eine schwierige Frage. Weißt du, was ich an meinem 50.000 Abonnenten-Special zum ersten Mal gemacht habe? Versuch dich nochmal zurückerinnern. Da war etwas, das habe ich zum ersten Mal gemacht. Oh, das ist so lange her. Ja, weißt du es nicht? Okay, nicht schlimm. Ich habe mich gezeigt. Ist aber nicht schlimm, du hast ja trotzdem richtige Antworten gehabt. Deswegen bekommst du auch Bobas von mir. Möchtest du noch irgendwas sagen oder irgendwen grüßen? Ich will meinen kleinen Bruder grüßen, auf jeden Fall. Okay, ich grüße auch deinen kleinen Bruder. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Okay, dann holen wir mal den nächsten rein. Erstmal, ich hoffe, es geht dir gut und du bist bereit, ein paar Bobas zu gewinnen. Ich werde dir gleich ein paar Fragen stellen und wenn du die richtig beantwortest, bekommst du Bobas und wenn nicht, dann bekommst du trotzdem welche, weil du mitgemacht hast. Bist du denn bereit? Ja. Okay, sehr gut. Ich habe hier einfache Fragen, mittlere und schwere. Welche möchtest du haben? Mittlere. Mittlere. Ich kann auch mit einer einfachen anfangen. Okay. Wir fangen mal an mit, weißt du, was ich für eine Haarfarbe habe? Ja. Blond. Oh, das ist richtig. Sehr gut. Okay, das war zu einfach. Dann machen wir weiter mit der mittleren. Mal schauen. Weißt du, wer an Lamis Abonnenten-Special das Auto gefahren ist von uns beiden? Nein. Nein, weißt du nicht? Möchtest du raten? Nein. Nein, okay. Richtig wäre ich. Also ich bin das Auto gefahren. Okay, dann frage ich mal eine andere mittlere Frage. Weißt du, wann Lami und ich zusammengekommen sind? Ungefähr. Ungefähr. Vor 3, 4 Jahren. Okay, das ist richtig. Es sind jetzt am 1.5.
4 Jahre. Okay, ich stelle dir noch eine letzte Frage. Und zwar, hast du das Video Mein Abonnenten-Special gesehen? Ja. Ja, okay. Weißt du, was Lami mir auf dem Aussichtspunkt geschenkt hat? Also auf diesen Ort, wo wir ganz Madeira gesehen haben? Nein. Nein, weißt du nicht? Es wäre eine Blume gewesen. Aber du hast ja auch Fragen richtig beantwortet. Deswegen bekommst du natürlich Bobugs. Möchtest du denn noch irgendwas sagen oder irgendwen grüßen? Ja, ich grüße all meine Freundinnen und ich will der Lami und Emily Army sagen, dass ihr alle froh sein sollt, dass ihr so gute YouTuber habt an eurer Seite. Ja, das wär's. Das war auf jeden Fall sehr, sehr süß. Dankeschön. Ich grüße auch deine Freundinnen zurück. Ich hoffe, du hast auf jeden Fall einen schönen Tag noch. Und ja. Danke, natürlich, weil ich euch mit euch reden konnte. Oh, ihr das ist sehr Tag süß. So schöner. Oh, danke schön, das ist sehr, sehr lieb. Okay, dann danke schön und tschüss. Tschüss. Okay, dann holen wir mal den nächsten rein. Also ich stelle euch jetzt erstmal hier ein paar Fragen. Und wenn ihr die richtig beantwortet, bekommt ihr natürlich Bobugs. Und falls nicht, dann kriegt ihr trotzdem welche, weil ihr mitgemacht habt. Seid ihr bereit? Yes. Okay, also ich habe hier einfache Fragen, mittlere Fragen und schwere Fragen. Welche wollt ihr haben? Mittel. Mittel? Ja. Okay. Ich habe Angst, wie sonst ich schaffe. Ja, ich fange erstmal mit Mittel an und ich schaue mal, ob ihr dann auch die schweren könnt. Okay, wir machen was Mittleres, Einfaches. In Lamis Abonnenten-Special. Wisst ihr, wer da Auto gefahren ist? Ja. Und wer? Du. Okay, ja, das war richtig. Okay, ich glaube, die war zu einfach. So, okay. Wann habe ich mit YouTube angefangen? Müsst ihr genaues Datum sagen, oder? Nee, nur so ungefähr, welches Jahr reicht. Also vor 3 oder 2 Jahren. Okay, Taya, was sagst du? Auch 2 oder 3 Jahre. Dann. Ja. Es war 2020, also jetzt fast schon 3 Jahre her. Okay. Ich denke, ich nehme jetzt mal was Schweres. Ihr seid ja auch Profis. Wie lange gibt es ungefähr den Discord jetzt schon? Seit letztes Jahr. Seit dem 17., glaube ich, oder 18. Juli. Also Juli, ja, 7. Monat halt. Hä, hast du gerade nachgeguckt? Es ist der 16.7. Okay, Taya. Dann habe ich jetzt mal eine Frage an dich, weil Mia ist ein kleiner Profi. Ich hoffe, du hast mein Abonnenten-Special geguckt. Warum? Ja, hast du? Ja. Okay, mal schauen, ob du die Frage beantworten kannst. Was hat mir Lami auf den Aussichtspunkt geschenkt? Also da, wo eine wir... Blume. Eine Blume? Oha! Das war richtig. Ihr seid damit durch und bekommt ein paar Bobugs. Möchtet ihr noch irgendwas sagen oder irgendwen grüßen oder so? Ich sag eins, Mia ist frech und steht. Mhm. Oha! Also ich möchte meine Familie halt wieder grüßen und Taya und Lams. Okay, ich grüße auch alle. Okay, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Okay, tschüssi. Okay, dann holen wir mal den nächsten rein. Also, ich werde euch jetzt ein paar Fragen stellen. Und wenn ihr die richtig beantwortet, bekommt ihr natürlich Bobugs. Und wenn nicht, dann bekommt ihr trotzdem welche, weil ihr mitgemacht habt. Seid ihr bereit? Immer. Ich bin immer bereit. Okay, sehr gut. Also, ich habe einfache Fragen, mittlere und schwerere. Was denkt ihr, welche könnt ihr beantworten? Sollen wir erstmal mit... Einfach oder Mitte anfangen? Mir egal. Okay. Ich glaube, das Ding ist, die einfachen Fragen sind zu einfach. Deswegen fangen wir mal mit einer einfachen mittleren Frage an. Oh Gott. So, Per, wann sind Lami und ich zusammengekommen? Bitte das genaue Datum. Das hätte ich nie gewusst. Ich weiß nur ungefähr. Nein, Spaß. Ihr braucht noch nur zu sagen, wann ungefähr. Rate mal, wann ungefähr? Du hast das schon so was Richtiges gesagt. Vielleicht, Vor 4 Jahren weiß ich. Ja, okay. Es sind nämlich, merkt euch das, am 1.5. genau 4 Jahre. Okay. So, Alina. Okay. Ich hoffe, du hast Lami und mein Abonnenten-Special gesehen. Ja. Wer ist an dem Tag Auto gefahren? Ich glaube, Lami selber. Was?
Nein, ich bin Auto gefahren. Oh, ich hoffe, ihr habt... Also, Per, hast du mein Abonnenten-Special gesehen? Ja. Ja, weißt du, was Lami mir am Aussichtspunkt geschenkt hat? Also, dieser Platz, wo wir über Madeira waren. Ich glaube, eine Blume. Okay, das war richtig. Sehr gut. Yeah, ihr habt Robux gewonnen. Okay, ich würde sagen, ich frage euch trotzdem mal eine schwere. Wisst ihr, was ich an meinem 50.000 Abonnenten-Special das erste Mal gemacht habe? Ihr wisst es nicht. Gib eine Sekunde, eine Sekunde. Schnell mal nachschauen. Nein. Wollt ihr raten oder wisst ihr es nicht? Wenn ich euch das jetzt sage, ihr ärgert euch. Also denkt nochmal nach. Da ist etwas passiert. Also, was nochmal die Frage? Ich habe etwas gemacht. An meinem 50.000 Abonnenten-Special habe ich etwas zum ersten Mal gemacht. Ah, hat dich gezeigt. Ja, richtig. Oh mein Gott, sehr gut. Möchtet ihr vielleicht jetzt noch zum Schluss etwas sagen oder irgendwen grüßen oder so? Ich würde Lami gern grüßen und Kira. Okay, ja, ich grüße Lami und Kira. Und meine auch. Beste Freundin. Milja einfach nur, ja. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüssi. Tschüssi. Okay, dann holen wir mal den nächsten rein. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Und wenn du die richtig beantwortest, bekommst du Bobax. Und falls nicht, dann bekommst du trotzdem welche, weil du mitgemacht hast. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, ich habe einfache, mittlere und schwerere Fragen. Welche möchtest du? Ich sag mal mittlere. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Welche nehmen wir für dich? Ich nehme erstmal eine einfache, mittlere. Wann sind Lami und ich ungefähr zusammengekommen? Du kannst auch Jahre sagen, wie lang das her ist. Also es war, glaube ich, 2019. Weißt du auch den Monat? April. Fast, es ist Mai, also der 1. Mai 2019. Aber das war schon sehr, sehr gut. Okay, machen wir mal weiter. Hast du mein Abonnenten-Special gesehen? Ja. Okay, weißt du, was Lami mir auf dem Aussichtspunkt geschenkt hat? Also dieser Platz, wo wir da ganz lange gefilmt haben über Madeira. Warte, was war das nochmal? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Die Sache hätte ich auch fast in den Mülleimer geworfen. Nee, weißt du nicht? Nee. Ist nicht schlimm, es wäre eine Blume gewesen. Ist aber nicht schlimm. So, machen wir weiter. Wer ist in Lamis Abonnenten-Special Auto gefahren? Emily. Ja, richtig. Okay, ich stelle dir jetzt noch eine Frage, die hat bisher noch niemand beantwortet. So, was habe ich an meinem 50.000 Abonnenten-Special zum ersten Mal gemacht? Ich glaube, zeigen oder so. Also mit der Dings. Ja, das, ich glaube, du meinst das Richtige. Also ich habe mich zum ersten Mal gezeigt. Meintest du das? Ja. Okay, sehr gut, das war's. Okay, ich stelle dir jetzt noch eine letzte Frage. Wäre krass, wenn du die weißt. Wie viele Abonnenten habe ich gerade? 100.010? Fast, es sind 109.000, also fast. Aber du bekommst auf jeden Fall Bobux, richtig gut. So, möchtest du zum Schluss noch etwas sagen oder jemanden grüßen? Ich grüße meine Familie und meinen besten Freund Marc. Okay, ich grüße deine Familie auch und Marc grüße ich auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, dass du mitgemacht hast. Tschüssi. Tschüss. Aber Freunde, falls euch dieses coole Roblox-Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nicht mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und tschüss!